Hallöchen, meine lieben Taktik-Junkies! Oh yeah, weiter geht's bei Fire Emblem 7 Blazing Sword. Oh yeah, oder Blazing Blade. Ah, da wäre epischer. 2x B. Ist ein stilistisches Mittel. Egal, ich höre auf zu schwafeln und würde sagen, wir machen, wir tun, wie uns geheißen. In der alten Sprache würde man sich dementsprechend... Okay, nee, das hört sich dumm an. Ich soll ein Dorf betreten? Ja, na klar. Gut schön, besuchen. Ist da jemand? Und jetzt, Leute, passt auf, die geilste Fire Emblem-Mucke, die jemals komponiert wurde. Eigentlich, glaube ich, dieselbe Fire Emblem-Mucke, die es immer gab. Achtung! Lasst uns in Frieden, ihr gemeinen Räuber! Geht weg, wir haben kein Gold mehr für euch! Nein, wartet bitte, wir sind keine Banditen. Wir bieten euch unsere Hilfe an, bitte hört mich an. Bleibt im Haus, ich werde mich draußen umsehen. Ba-ba-da-da-ba-ba-da. Die ist so geil, die Mucke, ich finde die so Hammer. Keine Banditen, wie? Wer seid ihr dann? Mein Name ist Lynn, meine Freunde und ich sind nur auf der Durchreise. Banditen machen die ungegen sicher. Wir kümmern uns um sie, aber... Bitte geht voran und warnt die Leute im Dorf. Hey, wartet. Man nennt mich Will. Ich bin sozusagen auf Reisen. Die Bewohner dieses Dorf waren mir gegenüber sehr gastfreundlich. Dürfte ich darum bitten, euch im Kampf zu unterstützen? Ja, na klar, immer doch. Wir können jede gebrauchen, derer wir habhaft werden können. Die Ausdrucksecke, die ist so geil. Die Sprache, die ist so richtig und altertümlich immer. Willkommen an Bord, Will. Will Smith. Ah ne, okay, der war schwarzer. Ist egal. Komm, keinen Rassismus kämpfen lassen. Durch den Besuch deines Dorfes haben wir einen neuen Gefährten hinzugewonnen. Will ist ein Schütze. Im Kampf setzt er einen Bogen ein. Mit Bögen kann auf Gegner gefeuert werden, die weiter als einen Fell entfernt sind. Hindernisse nehmen keine Einflüsse auf die Schusslinie. Total unlogisch, also durch Wände schießen sozusagen. Ein Gegner anzureifen, ohne ihn direkt neben zu stehen, wird indirekter Kampf genannt. Verfügt der Gegner über keine Waffen, die mit denen ein indirekter Kampf möglich ist, musst du keinen Konter befürchten. Dies gereicht dir sicherlich zum Vorteil. Naja, nur bedingt, aber das erkläre ich mal jetzt auch genauer. Allerdings kannst du keine angrenzenden Felder angreifen. Das ist nämlich das Problem bei Bogenschützen. Stellt sich jemand neben dich und greift dich an, musst du den Schlag ohne Gegenwehr erdulden. Einheimische Bögen eignen sich hervorragend dazu, Unterstützung aus den hinteren Reihen zu gewähren. Lass uns nur den indirekten Kampf versuchen. Wähle Will aus. Ja, Will Smith muss mal mit Bogen schießen. Ja, ich bin Will, schon vergessen. Ja, teil mir noch einfach einen Befehl, ich helfe gerne aus. Ja, okay. Also, das erkläre ich mal. Also, ich finde, Bogenschützen sind... Ich persönlich... Bogenschützen sind eine geile Einheit, keine Frage. Und ich mag Bogenschützen auch sehr gerne, weil ich selbst Bogenschießen total gerne mag. Also, als auch Sport. Ich habe einmal in meinem Leben Bogenschießen gemacht. Ich habe zwar nicht wirklich gut getroffen, aber es macht einfach Hölle Spaß. Und ich würde es gerne irgendwann nochmal machen. Und ich weiß nicht, Bogenschießen finde ich toll, aber hier im Spiel ist es irgendwie unpraktisch. Aber gut, bevor ich zu viel schwafel... Will, ja, mach mal ein bisschen... Bams! Als nächstes ist Florina an der Reihe. Sie ist eine Pegasus-Ritterin. Wie du es vermutlich schon erahntest, verfügen Pegasus-Ritter über die Fähigkeit zu fliegen. Boah, nee, echt? Ich dachte, Pferde mit Flügeln sind dazu gedacht, damit sie wie Hähnchen schmecken, wenn man sie grillt. Egal. Nee, Pferdefleisch gab es ja sowieso schon. Egal, vergessen wir es. Den Skandal will ich jetzt nicht wieder auspacken. Sie können sich über beinahe jegliches Terrain bewegen. Diese niedrige Mauer ist für die meisten Einheiten unüberwindlich. Doch stellt sich für bla 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 bla. Okay, gut, wir haben es kapiert. Sie erzählen sehr viel. Ich bin bereit für den Kampf. Ich befolge euren Befehl. Von einem Mann. Ich denke, du magst keine Männer. So. Sie hat eine Leichtlanze. Oh, das reicht, um ihn auszuschnocken. Kabams. So, dann haben wir weggeballert. Das Wissen um deine Einheit und ihre Fähigkeiten ist für dich der Schlüssel zum Sieg. Um alles Wissen werden über deine Einheit zu erfahren. Drücken wir jetzt in den Körper und drücken. So gut. Bogenschützen. Die Frage kommt direkt in den letzten Part, welchen Bogenschütz ich nehme. Denn, also pass auf, es gibt später noch einen Bogenschützen. Es gibt, es gibt eigentlich drei, gut, bestimmt auch, eigentlich vier. Ah komm, popeln wir nicht in Details rum und ich würde sagen, wir packen einfach mal wieder Infos aus. Das heißt, oh Gott, ich fällt gerade auf, ich habe zu weit runtergescrollt hier. Meine Textdatei, wo die ganzen Prozente drin stehen. So, es wird so. Also, ich hatte euch im letzten Part noch Florinas Prozente vorenthalten. Und wollte euch noch die des neuen Charakters dazu nennen gleich. Das mache ich mir einfach. Also, Florina Level 1. Ihr seht, an sich, Werte sind in Ordnung. Sie ist ziemlich schnell. Und dahin geht auch weiter in den Trend. Sie hat 60% auf HP. Das ist für einen Pegasus recht
Durchschnitt, ich würde sagen. Stärke bei 40%, das ist so, ja, okay. Fähigkeit bei 50%, das wächst anständig. Geschwindigkeit liegt bei 55%, das wächst sehr gut. Glück ebenfalls 50%, also auch das bleibt gut. Also sie ist eine Ausweichmaschine noch und nöcher. Verteidigung hingegen liegt nur bei 15%. Das heißt, die Verteidigung wird nach und nach immer ihr Manko bleiben. Aber ihre guten Ausweichfähigkeiten, ja, beulen diesen kleinen schlechten Wert eigentlich relativ gut aus. Ihre Resistenz wächst mit 35% nicht schlecht und reicht ihr auf jeden Fall zum Titel als relativ magieresistente physische Kampfeinheit. Also Pegasus-Ritter sind ja immer so ein bisschen relativ magieresistent und können trotzdem sie gut damagen, weil sie halt weniger Verteidigung haben. Also ich glaube, also für mich persönlich, Florina ist die beste Pegasus-Ritterin, die man im Spiel trainieren kann, weil sie einfach die längste Verfügbarkeit im Spiel hat. So, der gute Will, ich lese mal die Werte einfach vor. Will hat Level 2 schon, das heißt, wenn man ein Level höher gekriegt, okay. Dafür sind die Werte eigentlich recht ausgeglichen, keine Resistenz, aber ansonsten alles über 5, das ist ganz gut. Er hat 75% Wachstum auf HP, 50% auf Stärke, 50% auf Fähigkeit, also zwei sehr gute Werte. Geschwindigkeit liegt nur bei 40% und Glück auch nur bei 40%. Das wächst insgesamt natürlich gut, aber es könnte besser sein. Allerdings Defensive 20%, das geht einigermaßen. Und Resistenz ist mit 25% tatsächlich ein bisschen höher als die Verteidigung und dürfte sich über lange Frist gesehen tatsächlich an den Verteidigungswert so ein bisschen anschmiegen. Und damit ist, ich finde, Will ist der ausgeglichenste Bogenschütze, aber leider nicht ganz so schnell. Und Bogenschützen, ihr habt gehört, wenn die mal von Nahkampfeinheiten umzingelt werden, müssen sie gut ausweichen können, weil sie können halt einfach keinen Konter austeilen. Bogenschützen haben, ich finde, an sich einen recht fehlenden Fluss an Flüssigerfahrung. Ich meine, Zane kann man einfach hier vorne hinstellen, ne? Der macht dann alle Nahkampfeinheiten fertig, basht die alle um und kriegt für jeden, den er angreift, immer 10 Punkte. Aber Will, den kann man einfach nur in der eigenen Phase meistens kämpfen lassen, weil wenn der Gegner die Chance hat, greift man halt immer über Nahkampf an. Und so kriegt unser Bogenschütze leider in der Gegnerrunde selten nur Erfahrung. Ist ja, man zwingt die Gegner dazu, über Distanz angreifen zu müssen, nur dann funktioniert die ganze Geschichte. Und das heißt, Bogenschützen sind ein bisschen schwierig zu trainieren und brauchen daher leichte Bevorzugungen, was das angeht. Aber gut, das ist eigentlich nicht so das Problem. Kentucky, du bleibst mal hinten, weil dich will ich nicht trainieren. Bogenschütze gegen Bogenschütze finde ich affig, deswegen nimm mal hier. Welche Waffenlevel sieht bei dir eigentlich aus? Welcher ist besser? Okay, E muss trainiert werden, das ist ein Schwert. Außerdem triffst du so besser, also reicht aus dem Maus mit 2 Treffern. Schlitz! So, der kann sich jetzt nicht wehren. Wird natürlich allerdings im Gegenzug als Konterpart in der nächsten Runde uns angreifen, ohne dass wir uns dagegen wehren können. Ja, aber... Kching, no damage. Fail, Mann. Tja, der hat einfach keine Chance gehabt. Wir haben einfach so ein Porno hier. Ja, Lin, was soll ich tun? Das ist ein Schütze. Was, wo? Achso, das ist Will. Hallo, gehörst du auch zu Lins Freunden? Was ist denn los? Ist dir nicht wohl? Es tut mir leid, ihr Name ist Florina. Sie ist ja zacker, wenn Männer in ihrer Nähe sind. Außerdem, er tragt ja einen Bogen. Oh, ich verstehe. Dann musst du ein Pegasus. Nee, das fliegende Pferd ist auch überhaupt nicht eindeutig oder so. Ich entschuldige mich dafür, dich erschreckt zu haben. Ich habe ein großes Verständnis für deine Angst vor jeglicher Fernwaffe. Es tut mir leid. Selbst einen Bogen nur zu sehen, erfüllt mein Herz mit Furcht. Natürlich, das verstehe ich. Doch solltest du wahrlich nur die Schützen der Gegenseite fürchten, nicht jedoch diejenigen, die in deinen eigenen Reihen stehen. Ja, natürlich. Ja, macht ja irgendwie Sinn. Außer wir haben Verräter und das kann natürlich auch sein. Fliegende Einheiten sind wie Pegasus oder sind sehr anfällig gegenüber im Angriff mit Bögen und Windmagie, aber das ist ein anderes Thema. Pfeile versuchen bei ihnen einen schweren Schaden. Verfügt der Gegner über einen Bogenschützen, solltest du mit äußerster Vorsicht agieren. Also, irgendwo hat diese extreme Bewegungsreichweite auch einen Manko, den kann ich leider nicht zeigen. Ich glaube, ich weiß nicht, hier im Spiel rechnet man, glaube ich, die Stärke der Einheit plus die Kraft der Waffe ist ja der normale Angriffswert. Und ich glaube, wenn man einen Effektivitätsboni hat auf Bogen, mit Bogenschützen auf Pegasus-Ritter, dann wird der Angriff der Waffe verdoppelt. Das heißt hier also nicht 1 plus 6, sondern 1 plus 12. Das heißt, er hätte am Ende 13 Angriff gegen Florina. Das wäre, glaube ich, ja, 9 Damage. Und es könnte auch sein, dass dieser Wert nicht verdoppelt, sondern verdreifacht wird. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Und dann wäre so ein Treffer mit dem Bogen ein Damage von 15 Punkten. Und das würde sie im Regelfall nur sehr schlecht wegstecken. So. Okay. Besuchen wir mal das Haus hier, weil ich sehe schon, der Bandit lächzt so notgeil nach dem Dorf. Und das will ich natürlich auch noch retten. Sie kann sich ja danach noch weiter wegbewegen. Also, alle da retten. Ist ganz wichtig, immer die Dörfer besuchen, bevor die gegnerischen Banditen da rankommen. Weil die laufen immer exakt auf diese Dörfer zu und wollen die dann auch wirklich wegschnetzeln. Andere Einheiten interessieren die Dörfer meistens gar nicht. Nur die Banditen, nur die gegnerischen Banditen. Auf die müsst ihr aufpassen. Oder auch Piraten später, aber da die Einheit haben wir nicht gesehen. Von daher dazu später mehr. Ihr seid gekommen, um dem Dorf zu helfen. Aber das ist gut.
Bei so vielen Banditen hätten wir alleine wohl ehemalig versagt. Es war nicht viel, aber bitte nehmt dieses Geld an. Oh, Money, Money, Money. Wario würde sich freuen. Südessi von hier befindet sich ein Arsenal. Rüstet euch dort nach Gutdünken aus und helft uns, bitte. 2000 Gold erhalten. Geil. Episch. Waffen können nicht unbegrenzt oft eingesetzt werden. Durch den Kampf sinkt ihre Haltbarkeit. Erreicht diesen Wert in 0, zerbricht die Waffe und verschwindet aus deinem Inventar. Überprüfe die Haltbarkeit da, bla bla bla. Haltbarkeit da, bei der Waffe sei vorsichtig. Ohne Waffe kann man nicht kämpfen, bla bla bla. So, ich stelle mich mal 1, 2, 3, 4, 4 hin. Weil da kann sie von ihm angegriffen werden, aber nicht von ihm. So, dufte Aktion, Will, tust du mal. Oh, ist egal. Also, du kommst trotzdem ran, wenn Zane sich wegbewegt. So, ich traue dir genug Tankiness zu, dass du den hier einfach mit im Wald einfach. Und Crowns, Critical, voll durchs Face. Geil, ein One-Hit-KO und mächtig XP, geil. So, da hat er mal einen Critical gesehen. Die Chance da, habe ich gerade gesehen, war ein 2%. Für die, die Matheformeln mögen, die eigene Fähigkeit durch 2 ist die kritische Trefferrate. Später gibt es noch mehr Faktoren wie Waffenlevel auf S-Rang und manche Klassen kriegen einen Critical-Bonus. Es gibt auch Waffen, die extra Critical mit sich bringen. Und um diesem Critical auszuweichen, braucht der Gegner Glück. Also wenn jetzt hier ein Gegner, sagen wir mal, hier irgendwo mal... hier haben wir so natürlich gerade kein Beispiel, ist natürlich toll. Ah doch, hier, der. Der will von uns keinen Critical kassieren, weil 2 Glück würden 2 Critical annullieren. Also unser Crit minus verteidigendes Glück ergibt die eigentliche Critical-Rate. Aber die Gegner hier haben einfach noch alle kein Glück, bis auf der Chief. Das ist natürlich lame. So. Und Bams gesnappt. Swoot gibt schön Points, geil. Ich finde auch, der XP-Fluss an sich ist hier in dem Spiel wesentlich besser geregelt als im ersten Teil. Muss man einfach mal sagen. So, der Kumpel will es versuchen, aber verkackt erstmal eiskalt. Schlitz ins Face. Schön. Okay. Oh, da verdammte Scheiße. Oh, bam. Sound gleich nochmal. Und. Ja, tja, geil. So. Paar Points für Lorina. Jetzt muss ich ein bisschen rationen, weil ich möchte natürlich den Schwertkämpfer gerne mitnehmen. Aber sollte ich ihn angreifen, muss ich stehen bleiben und eventuell einen weiteren Treffer des Axtkämpfers riskieren. Ist natürlich alles andere als schön, aber der macht nur 12 Damage. Er hat einen Vorteil, also 13 minus unsere Verteidigung macht nur 9 Schaden. Das heißt, nächste Runde halte ich garantiert einen Axttreffer aus. Bams! Der Schwertkämpfer geht also trotzdem drauf. Mal swoot. Schön 30 Points, gut. Hast du Heilmittel? Ja, gut. Da könnte man vielleicht mal riskieren, dass sie vielleicht noch den Axtkämpfer noch fertig macht. Weil sie auf Level 2 wäre schon mal geil, weil sie ist jetzt Level 1. Sie ist, hängt noch ein bisschen hinterher. Lynn ist mit Level 4 eigentlich recht gut bedient. Zane hat gleich Level 5, ist auch ganz nice. Kannst du den da wegsnappen? Oh, das reicht nicht. Ist egal, machst du ein bisschen Chip-Damage, kriegst auch 10 Erfahrung. Ich nehme hier jede Erfahrung, die ich kriege, Leute. Also von daher, nicht wundern, dass ich jetzt hier so einen unlogischen Zug mache. Ich hätte natürlich ihn töten können und ihn dann schon mal vorbereiten können, aber nope. So viel EXP aus jeder Einheit quetschen wie möglich. Also eigentlich sind Criticals tatsächlich kontraproduktiv, weil man kann ja 10 einmal 10er hier abkassieren und dann den Gegner töten, gibt nochmal Punkte. Also ich habe also einmal 10, also einmal den nur Gegnern Damage. Also es gibt viel mehr XP dafür, einen Gegner zu töten, aber auch ein paar dafür, ihn einfach nur zu damagen. Und wenn man instant tötet, dann gehen die XP der ersten Runde verloren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, oh verdammt, aber gut. Wir machen selber auch noch ein bisschen Damage. Nice, und... Oh, daneben, toll. Florina, kannst du so eine Dinger nicht bringen. Zum Beispiel, ihr seht ihren Crit, der hat 8%. Oh, oh. Oh, daneben. Und schlitzen. Level up für Zane, episch. Und er kriegt Geschwindigkeit, sehr schön. Geschwindigkeit ist always very good. So, der will es mit Lynn versuchen. Oh, der trifft sogar die alte Potzau. Okay. Ah, gut, gut, gut. Ich werde mal hier den kleinen Trick anwenden. Ich nehme einfach ein Heilmittel und bleib stehen. Da ist ja ein Bogenschütze. Oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, der kommt nicht an uns ran. Keine Gefahr für uns. Sie steht auf einer Ecke. Da kann er auch nicht über die Wand schießen. Das funktioniert nicht. Gut. Zane, wie viel Speed hast du, Kumpel? Du hast 3. Zane würde dich schon doppeln. Ihr habt mal gesehen, dass eine Einheit, also Lynn zum Beispiel, hat 2-mal angegriffen und Florina auch gerade. Das wird durch eine ganz bestimmte Formel ausgerechnet. Wenn die Geschwindigkeit des eigenen Charakters höher ist, mindestens 4 Punkte höher ist als die des Gegners, kann man eine gegnerische Einheit mit 2 Angriffen pro Kampf belegen.
Also hier zum Beispiel geht's nicht, weil der halt schneller ist. Der hat 5 Geschwindigkeit, aber der hier hat nur 3. Den könnte Zane doppeln. So, das heißt, ich glaube, ja, ich geb denn dir den. Gesnappt! Und Tschüssikowski, Kumpel. Du bist down. So, Gefühl, nochmal schön ein bisschen Erfahrungspumpe, ist gut. So, bevor ich mich natürlich zum Boss bewege, gehe ich auf jeden Fall nochmal ins Arsenal einkaufen. Das ist natürlich Pflicht. So, du schlitzt mal den Typi down hier. Und BAMS! Und Schlitz! Er konnte überhaupt nichts machen, er ist auch nicht weggelaufen, einfach stehen geblieben. Und hat sich mutig seinem Tod gestellt. Langsam muss er ihn aber mal ein bisschen zurückhalten, sich, weil er ist schon Level 5. Das geht relativ flott. So, Lynn, du kannst mal einkaufen gehen. Next round, gut. Dann, next turn. Ihr seht, die Maps sind alle noch recht klein und übersichtlich. Ihr kennt es vielleicht aus Sacred Souls, mein Let's Play. Da war es ja wesentlich anstrengender, nicht wahr? So, oh, sie trifft schon wieder nicht. Oh, fail. Mann, ist so mies. Dumm, dumm. So, ich... Zane würde bestimmt rankommen. Nee, kommt er nicht, okay. Flieg mal zurück, das ist mir zu gefährlich hier gerade. Kannst du aber ruhig nochmal ein Heilmittel nehmen, dafür sind die Dinger am Anfang da. Später kriegen wir genauso wie sonst auch natürlich eine Einheit, die andere Einheiten heilen kann. Keine Frage. Gehört dazu. So, du gehst mal einkaufen, bitte. Eisenschwert und eine Eisenlanze. Du kaufst auf jeden Fall eine Eisenlanze und ein Eisenschwert. Andersrum eigentlich, aber egal. So, mehr brauchen wir erstmal nicht. Da kommen wir ruhig ein paar Felder vor. Kent bleibt hinten, der kann da bleiben, ist mir egal. Er wird nicht trainiert. Direkt bestimmt von mir, bin ich gemein, wa? So, ich glaube, Kumpel, du hast dich jetzt auf eine gute Position gestellt, weil ich glaube, Will kann chippen, oder? Ja, genau, er bereitet gut vor. 9 Damage für Will und ein paar Points, das ist ja gut. Vielleicht kann er noch ein bisschen den Boss ärgern, weil ich glaube, der hat keine Distanzwaffe, oder? Und der bleibt doch, glaube ich, stehen. Da kann Will noch ein bisschen rumpopeln an dem und auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte kassieren, weil ja, man kann so ein bisschen, ich nenne es mal Boss-Abusen machen. Wir haben es in Sacred Stones ab und auch immer zugemacht. Da war es unnötig allerdings, weil man da hätte immer wieder trainieren können. Das geht hier aber nicht. Deswegen heißt, ich werde auch hier ein bisschen XP tricksen und so. So, sie kriegt ein Level up. Ein schönes Level up. Speed, Fähigkeit, Resistenz, HP, warum nicht? So, Florina kriegt dann, glaube ich, eine Eisenlanze. Natürlich, ihre Konstitution ist natürlich ziemlich bedeppert. Die Leichtlanze ist die einzige Waffe, die sie führen kann, ohne Geschwindigkeit auszubüßen. Denn ich habe es schon mal im anderen Fire Emblem erklärt. Aber wenn eine Waffe schwerer ist als die eigene Konstitution, dann verliert man Geschwindigkeit. Ja, nicht so wie Luxa Glink dachte, wenn man die Waffe öfter einsetzt, kann man sie auch besser tragen. Fail. Wer denkt denn sowas? Nein, hat alles eine Rechenformel und heißt, wenn ich jetzt die Eisenlanze nehme, ich glaube, die hat, mal gucken, bei Zane. Genau, 8 Gewicht ist hier genauso. Und sie würde die anlegen, würde sie 4 Geschwindigkeit verlieren. Das wäre ein extremer Geschwindigkeitsverlust und sie würde damit wahrscheinlich auch nichts mehr doppeln in der Regel. Außerdem würde sie Ausweichen verlieren, denn das Ausweichen bestimmt sich aus dem Glück mal 2 plus... Ne, Geschwindigkeit mal 2 plus Glück. Also daher die 27 Punkte, 10 mal 2 plus 7 sozusagen. Und da würden dann plötzlich 8 Punkte weg, wenn 4 Geschwindigkeit fehlen. Also auch ein Ausweichproblem, was dann plötzlich daran käme. So, jetzt will ich mal testen. Ultimativ, Kumpel, bewegst du dich? Ich glaube nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, eigentlich. Stellst dich mal in den Wald. Na, da bist du relativ sicher. Florina, du hast dein Level gekriegt. Muss erstmal warten. Im nächsten Kapitel kann man vielleicht Florina ein bisschen mehr trainieren. Ich glaube, da hat eine gute Stelle noch. Ich erinnere mich ganz düster. So, er bewegt sich definitiv nicht. Das heißt, ihr könnt William stellen. Machen wir ein bisschen mit dem Bogen. Erstmal ein bisschen Damage. Zieht eure Ich habe einen Bogen. Kann ich trotzdem irgendwie kämpfen? Wir sind nicht gewillt, euren faulen Ausreden Gehör zu schenken. Das ist doch dein Problem, Kumpel. Ist mir völlig egal, ob du mir Gehör schenkst. Ich snap dich mit Bogen down, wenn ich lustig bin. So, wie viel Damage machst du? Das sind 6. Das ist schön. Da kann Will noch ein bisschen rumpopeln dran, ne? Und Zane, vielleicht Purina? Nee. Der hat eine Stahlaxt. Macht 18 Schaden. 18 Schaden mit Waffenvorteil 19 minus 4. Will er ein K.O. für Florina? Das wäre scheiße. Aber Will wurde schon Level 3. Vielleicht kriegt sie den letzten Kill. Das wäre natürlich auch cool. Dann sind sie bestimmt Level 3. Weil Boss plus mehr Level, also wenn der Gegner ein höheres Level hat, kriegt man natürlich mehr Erfahrung. Ist natürlich logisch. Leg dich mal hier hin. Ja, genau. So, vielleicht kommen wir ja dazu, ihn wirklich irgendwie, ja, es müsste klappen eigentlich. Wenn ich mir zweimal mit Wulner angreife und dann mit ihrer Leichtlanze,
Ah, oh, sie macht nur 3 Schaden. Scheiße. Warte mal, aber... Warte mal, du hast doch eine Eisenlanze, ne? Ja, du hast eine Eisenlanze, ne? Genau. Oh, muss sie echt schon ihre Heilmittel aufbrauchen? Ich würde dir das gerne zugestehen, aber... Wenn sie mit der Eisenlanze nachher nicht trifft... Irgendwie Trefferrate ist jetzt nicht so viel weniger. Ist mir nicht sonderlich sicher, muss ich sagen. Also egal, also Will Chu, du tippst auf jeden Fall nochmal Damage. Ein Snap. Oh yeah. Sweet, paar Points. Krieg eine Stärke. Krieg eine Stärke, bitte. Oh, scheiße. Mann, Mist. Kein Speed, keine Stärke, schade. Aber an sich ganz gutes Level. Ich habe ja schon mal Resistenz bekommen, schon mal gut. So. Na, Lynn, du kannst auch nichts machen. Du wirst direkt alles umschnetzeln hier. Hätte er jetzt nämlich Damage gekriegt, also eine Stärke, dann hätte er einen Schaden mehr gemacht nächstes Mal. Dann hätte er 8 KP verloren und hätte noch 3 übrig. Dann würde die Leichtlanze reichen. Die Eisenlanze trifft nur zu 78%. Das könnte nach hinten losgehen. Könnte, muss aber nicht. Aber es ist wahrscheinlich, dass es passieren könnte. Oh Mann. Wie ich mein Glück kenne, ich könnte ja vorher Safe State, aber das wäre irgendwie lame, oder? Hm. Oh, Will hat jetzt plötzlich die Chance, einen Critical zu machen. Oh, der Fähigkeit, der kriegt das richtig. Ach komm, snap nochmal ein bisschen Damage rein, ist egal. Swoot, Points. So. Jetzt würde natürlich die Leichtlanze nicht reichen. Oh Mann, ey. Warum reicht die nicht? Aber das macht doch sonst keiner so wenig Schaden. Der würde den Dreck down machen, na toll. Die Stalax macht einfach überdimensional 4 Damage, ey. Das ist total übel. Wir haben ja eigentlich auch noch genug Heilmittel, oder? Komm, ich mach's mal einfach. Ich geb mal Heilmittel. Ich hab keinen Bock auf Safe-Staten. Ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, vielleicht ist okay, wenn ich für so eine kleine Eventualität mal ein Safe mache. Aber eigentlich möchte ich's nicht. Wäre irgendwie ein bisschen lame. So, ich werde es einfach riskieren und kann trotzdem einen Gegentreffer riskieren und deswegen... Attacke! Ach so, okay, cool. Gespräch, geil. Ich bitte um Verzeihung. Wie? Ach, du bist es. Du hast wohl deine Meinung bezüglich unseres Vorschlags überdacht, oder? Nun, nein, aber dies ist wirklich alles nur meine Schuld. Wirklich, ich... Was? Komm schon, Schätzchen, raus damit. Aber es tut mir leid, müssen wir denn wirklich gegeneinander kämpfen? Du beliebst wohl zu scherzen, nachdem du mich so gekonnt zum Narren gemacht hast. Dieser Kampf wird auf jeden Fall stattfinden. Okay, steht sie gar nicht drauf. Du wirst uns begleiten, so viel sei dir versprochen. Und wenn du uns nicht willst, dass ich unserem Pferde, solltest du dich schnell in dein Schicksal fügen. Kannst du vergessen, Kumpel. Auf ihr Spießt und down. Du wirst deine Taten noch bitter bereuen. Meine Brüder, die Ganelon-Banditen, werden dies nicht ungesühnt lassen. Down. Und ein Level-Up für Florina. Geil. Und Level 3. Noch mehr Fähigkeit, noch mehr Geschwindigkeit. Wieder keine Stärke. Ist egal. Bam, 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 da, da, da. Ja, so, das wäre nun endlich erledigt. Lynn. Florina, warum bist du mir denn gefolgt? Das war sehr unbedacht. Das war sehr unbedacht. Schäm dich. Geh auf dein Zimmer. So hat sich das gerade irgendwie angehört. Erinnerst du dich an die Ritterschlagzeremonie der Pegasus-Ritter von Ilia? Naja, du bist einer Gruppe von freien Soldaten beigetreten, um dein Training voranzutreiben. Mag dies der Grund dafür sein, der dich hierher geführt hat, Florina? Ja. Ich wollte mit dir sprechen, bevor ich auszog. Doch als ich in Sakai ankam, erfuhr ich, dass du mit einigen Fremden und abgereist wärst und... Du hast dich um mich gesorgt? Oh, ich danke dir. Das sorge dich nicht. Ich mich mehr um deine Sicherheit. Um meine? Ja, zu, die meisten Söldner sind Männer. Ganze Gruppen von Männern. Die bangen dich alle, wenn sie Bock haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich in der Nähe allzu wohl fühlst. Ja, ich weiß, Mann. Also so, ich träumte schon immer davon, ein Pegasus-Ritter zu sein. Auch ganz mutig hier. Ich dachte mir, ich würde mich daran gewöhnen. Naja, irgendwie. Ans Bang? Ist egal. Doch nach den heutigen Ergebnissen bin ich mir meiner nicht mehr sicher irgendwie. Vielleicht werde ich einfach aufgeben. Florina, man, so wein doch nicht. Oh, jetzt hast du zum Heulen gebracht. Ja, es besteht keinen Grund, deinen Traum fahren zu lassen.
musste ja kommen. Liebliche Furina, soeben fliegt mir eine gar brillante Idee zu. Sehen. Ja, der es nicht sehen lassen kann. Beglücke uns mit deiner Präsenz. Zusammen mit dem jungen Herrn Will sind wir ein wahrhaft hübscher Trupp. Und obendrein auch noch frei. Wartet, habt ihr mich soeben mit einbezogen? Aber natürlich, es war unser Schicksal, uns hier zu treffen. Es ist uns vorherbestimmt. Komm schon, Lynn, das Söldnertrupp bietet euch sicherlich ein besseres Training, als ihr es sonst irgendwo finden könntet. Zane, nimm die Sache nicht zu leicht. Lynn ist, Lynn? Söldner? Details berichte ich später. Dies alles erscheint nun sehr übereilt. Dennoch, Zane hat recht. Also wirst du uns begleiten, Furina? Mit dir auf Reisen gehen? Wahrlich? Dies würde mich sehr, sehr glücklich machen. Fantastisch, wunderschöne Furina. Ich bin ein Ritter von Kailin. Oh, Bengel, Alter, kannst du deinen Schwanz nicht im Zaum halten? Ist ja übel. Mein Name ist, der es nicht sein lassen, der es nicht sehen lassen kann. Bleib zurück, komm mir nicht zu nah. Okay, Zane ist anscheinend tierisch hässlich. Ah, so wunderschön und doch so bescheiden. Ich bitte um Vergebung, uns Söldner zu nennen. Nein, dem stimme ich zu. Wir können Furina nicht auf sich alleine gestellt lassen. Doch bedarf sie besonderer Zuwendung. Kann ich auf euch zählen? Ja, ihr müsst nur noch danach verlangen. Dann bringt er sie, oder wie? Ist egal. Also, geht es denn wirklich in Ordnung, wenn wir uns fortan den Weg teilen? Oh ja, selbstverständlich. Das heißt, sofern ihr es wünscht will. Na, tatsächlich wäre ich euch überaus dankbar dafür. Um die Wahrheit zu sagen, mir wurde all mein Geld gestohlen und ich bin in meinem Leben wohl an einen Scheideweg gelangt. Es wäre meine Ehre, ein Mitglied von Lündes Legion zu sein. Hat ja ein komischer Trupp gefunden, aber viel natürlich voll außen vorgelassen. Lündes Legion? Dies alles wird von Mal zu Mal eigenartiger Kalten. Ja, das kannst du so stehen lassen. Aber wer denkt, dass die Gruppe schon groß ist, na, dann wartet mal ab, Leute. Da kommt noch mehr auf uns zu. So, wir haben es gedittet. So. Nach dem Sieg über die Banditen setzt Lynn ihren Weg nach Westen fort. So, bevor ich jetzt hier weiterklicke, muss ich mal ganz kurz hier mal eben Lucky Lucky machen. Ich mache Lucky. Oh Gott. Ey, die Folge ist mal so schnell rum, Leute. Ich würde sagen, an der Stelle muss ich den Part beenden. Wir haben schon wieder genug auf der Uhr. Und bis dahin würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Tschüssikowski und ciao.